Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Kingdoms of Amalur. Wir waren das letzte Mal, ja, bei der Rückführung eines Mitgliedes des Ordens. Und jetzt müssen wir, jetzt sehe ich das erst. Wir hätten gar nicht den befreien müssen, sondern hier rum hätten wir einfach gemusst. Ach Mensch. Dann machen wir das jetzt als erstes. Willkommen. Weil die Armen mussten ja schon zu lang warten. Gehen wir einfach mal hier rum. Na, einfach bloß hier oben lang. Das hatte ich vorher nicht gesehen. Ich dachte, ich muss erst wirklich diesen Orden da frei räumen, damit wir die Möglichkeit haben, mit der Feie zu sprechen. Mit der Heilerin. Aber dem scheint wohl nicht so zu sein. Machen wir jetzt den ersten Quest. Ey, ich habe einen von euren Freunden gerettet. Jetzt reicht's mir. Jetzt bist du dran. Ich muss sowieso nochmal wieder einen Trank mal nehmen. Bin schon die ganze Zeit so ein bisschen verletzt. So. Ach ja, mal wieder so einen netten Seelenstein. Ey. Schluss jetzt hier. Da hast du keine Möglichkeit. Na komm schon. So, mal so einen Hintern. So, standhafte Gamaschen. Steine sagen, doch wenn es stimmt, das ist einfach zu gut, um es nicht auf ewig zu bewahren. Lystrom war nicht in der Stadt, als Artal zu Besuch kam. Lystrom kennt Artal nicht und Artal ist älter und etwas seltsam. Man könnte sie für eine Schicksalsweberin halten. Als das war ein Klatsch- und Drahtstein. Fand er dort Artal das Orakel vor. Ich sagte Lystrom, ihre Prophezeiungen sind unglaublich. Geh sie aufsuchen. Ach, ihr hättet es sehen sollen. Ein Gockel, sagte sie, wird zu einem Mann werden und dieser Mann wird euer Geliebter werden. Er wird für euch sorgen, euch zum Lachen bringen, euer Leben aufregender und einfacher machen. Doch eines dürft ihr nie vergessen, er darf kein Hühnerfleisch essen. Gelegentlich muss er nach Dingen auf dem Boden picken und jeden Morgen mit der Morgendämmerung wird er einen lauten Schrei ausstoßen. Naja. Gut, jetzt scheint sie fertig zu sein. Rüstung. Wir hatten jetzt Gamaschen gekriegt. Wieder mal neue. Aber die sind sogar schlechter als die, die wir jetzt haben. Gut. Gehen wir mal weiter. Nein. Hier ist jemand, der uns helfen könnte. Mögen euch eure nichtigen Götter beschützen, Sterbliche. Ich werde Eri genannt. Euer Gesicht ist mir neu. Ihr seid anders als jene in Gorhard. Sie amüsieren mich und ich strebe danach, so viel wie möglich von ihnen zu lernen. Seid ihr hier, um mich nach den Tuatha zu fragen? Ich kann euch nur das anbieten, was ich weiß und hoffe, es genügt euch. Eine Feie wurde verletzt. Ja, ich habe das Verbrechen beobachtet, obgleich ich den Angreifer nicht erkannt habe. Es ist oftmals sehr schwierig, Sterbliche auseinanderzuhalten. Das Opfer war Illuvia, aber ich kenne sie nur flüchtig. Ihr hofft sicher auf einen Rat von mir, aber ich kann euch keinen geben. Wenn der große Kreislauf auf sie wartet, dann ist das ebenso. Dennoch würde es mich interessieren, ob die Behandlungsmethoden von euch Sterblichen bei jemandem von meinem Volk anschlagen. Das wollte ich schon immer wissen. Es müsste jedenfalls etwas Starkes sein. Eure empfindlichen Körper sind weitaus anfälliger als unsere. Ich finde es ohnehin erstaunlich, wie lange ihr damit leben könnt. Also will er sie jetzt sterben oder will sie sie jetzt sterben lassen? Wo finde ich den Heiltrank? Vielleicht hat eure Apothekerin einen. Ihr könnt den Trank natürlich auch selbst herstellen, wenn ihr entsprechend ausgebildet seid.
Na, dann muss ich zur Apotheke. Leb wohl. Da habe ich jetzt ewig nach der eigentlich gesucht in dem Sinne und nur dafür, dass ich jetzt zur Apotheke gehen soll. Ganz normal. Achso, nein. Ernsthaft. Das gibt's doch nicht. Ach, ein Langschwert brauchen wir nicht. Nö, 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 nö. Ich weiß, ich könnte es eigentlich verkaufen, aber... Ach, nö. Ach, Mensch, Diebe. An die Arbeit, Männer. Na, komm, 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 komm. War da aber auch eine Frau dabei. Aber egal. Wir wollen jetzt mal nicht pingelig werden. So, wir sollen jetzt eigentlich zur Apothekerin gehen. Die ist ja theoretisch hier unten. Frage ich dir jetzt einfach mal. Ich find's trotzdem krass. Sie will einfach bloß herausfinden, wie unsere Heilkräfte wirken. Traurig, traurig. Willkommen in Gorhard. Ihr da, ist euch übel? Juckt etwas? Läuft euch Blut aus den Augenhöhlen? Ich habe diese Symptome überall bemerkt. Nein, schlimmer kann es nicht werden. Wenn die Rote Legion damit zu tun hat, blicken wir möglicherweise alle dem Tod ins Gesicht. Was habe ich getan? Ich brauche einen Heiltrank. Ich bin sicher, ich habe hier irgendwo ein Fläschchen, aber mir fehlt die Zeit, jetzt danach zu suchen. Es tut mir leid. Hallo, da stirbt jemand. Warum stellt ihr Fragen, deren Antworten ihr ohnehin nicht verstehen würdet? Eure Stärke liegt eindeutig nicht im Geist, sondern im Führen einer Waffe, wenn ihr es denn wissen müsst. Es wurde etwas Wertvolles gestohlen. Eine alchemistische Formel, die bei Freisetzung zu unsagbarer Vernichtung führen würde. Ich sehe ihre Symptome überall. Nur mein Schüler Kart und ich wussten von meiner Arbeit an der Formel, aber er ist ebenfalls verschwunden. Dann helfe ich. So viel Entgegenkommen verdiene ich gar nicht nach allem, was ich getan habe. Wenn es in Odara zur Katastrophe kommt, ist es meine Schuld. Ich bin nicht sicher, wohin Kart gegangen ist. Aber ich weiß, dass er vor der Zeit bei mir in den alten Kammern von Agnur-Fahal gelebt hat, einer Erati-Ruine östlich von Gorhard. Sobald ihr Kart in Sicherheit gebracht habt, müsst ihr herausfinden, was mit meiner Formel geschehen ist. Und dann zerstört sie. Das ist unsere einzige Rettung. Gut. Einkaufen würde ich schon gern noch. Und zwar hier. Auswählen. Kann ich ihr eigentlich den Rest hier verkaufen? Also können wir uns erstmal wieder was leisten hier. So. Hätte ich mal bloß doch mehr aufgehoben, ne? Aber naja, gut, egal. Lebt wohl. So. Wir machen uns jetzt erstmal auf. Ich guck mal, ob ich vielleicht das Buch erstmal stehlen kann, ne? Das wäre jetzt zwar was Kriminelles. Ich hoffe, ich falle nicht auf. So, es müsste hier drin sein. Ist hier jemand? Huh?
Was haben wir hier eigentlich? Sammlung von Frodo Till, dem verstorbenen Schriftgelehrten der Mission von St. Odwig. Der Titel der verbliebenen Bücher legen nahe des Tills literarisches Interesse vor allem anzüglich und wollüstigen Themen galt. Wenn du möchtest, kannst du alle fehlenden Bände ausfindig machen und sie in Tills Sammlung zurückbringen. Gut. Das wird aber so ein langwieriger Quest sein. Wir bringen jetzt erstmal... Moment, der hat ja auch noch was für uns. Oh, ich sah euch nicht hereinkommen. Ich habe diesen Brief gelesen und... Gibt es etwas, das ich... Kann ich... Ich dachte nie, dass das passieren würde. Sie kommen! Trotz allem, was in diesem Dorf vorgeht, kommt die Rote Legion, um mich zu holen. Was will die Rote Legion? Ich war nicht immer der fromme Mann, den ihr nun vor euch seht. Nein, ich war ein Halunke. Ein Mitglied der gefürchteten Roten Legion, der Bande des berüchtigten Verbrechers Edward, der Rote Tod. Aber das Plündern befriedigte mich nicht. Ich wollte etwas anderes. Einige von uns täuschten ihren Tod vor und desertierten, wohl wissend, dass der Rote uns möglicherweise eines Tages aufspüren würde. Und jetzt ist es soweit. Das steht alles in diesem Brief des Roten. Er verlangt, dass wir den Blutritus erfüllen. Zwei Leben für eines. Er lässt mich gehen, wenn ich die beiden Männer töte, die mit mir desertiert sind. Aber das kann ich nicht tun. Ich werde mich darum kümmern. Ich tue, was ich tun muss. Hoffentlich vergeben mir Ugnar und Itran. Ugnar arbeitet in dem Dorf Gorhard. Itran durchstreift die Ruinen in der Nähe von Haxi und kämpft noch immer mit seinen Dämonen. Seid wachsam. Ich fürchte, sie werden wahrscheinlich auch zu mir kommen. Wenn es vollbracht ist, nehmt ihre Dolche und bringt sie zu Edward dem Roten. Er wird Beweise verlangen. Nehmt zunächst meinen. Viel Glück, meine Liebe. Möge Mitaru euch segnen. Das. Lebt wohl, meine Liebe. Okay, dann gehen wir jetzt erstmal. Und bringe das Büchlein. Sorry, aber da musste man mal kriminell werden, weil das kann ja wohl nicht sein. Nö. Jetzt nicht. Hier. Bei Mitaru. Ihr habt das Buch der Weihe gefunden. Ich würde einen Sack voll Gold dafür geben, wenn ich das Gesicht von Vater Dünnwell sehen könnte. Er wird mir die Aufnahme in den Orden nicht länger verweigern können. Mitaru umarmt alle. Danke. Als Dienerin von Mitaru brauche ich kein Geld. Nehmt, was ich habe. Es gehört euch. Ich werde euch in meine Gebete einschließen. Eigentlich nur gerechtfertigt. Das war genau das Richtige. Beeilt euch, ich habe zu arbeiten. Mit Feuerholz kann ich meine Schulden nicht begleichen. Nicht in Gorhard. Der schickt mich. Ich wusste, dass es nur eine Frage der Zeit war. Und ich bin nicht überrascht. Delph würde alles tun, um seine Haut zu retten. Aber dass er jemanden für seine Schmutzarbeit anheuert, ist erbärmlich. Wenn ihr meinen Dolch wollt, müsst ihr darum kämpfen. Stahl auf Stahl. Ich konnte das früher ziemlich gut. Hat Delph das nicht erwähnt? Was? Spielt sein Spiel nicht mit? Ihr habt recht. Ich habe jahrelang versucht, meine Vergangenheit zu begraben, in der Hoffnung, mich mit ehrlicher Arbeit von meinen Sünden reinzuwaschen. Wenn ich jetzt den Blutritus durchführe, gehöre ich wieder dem Roten. Nehmt meinen Dolch, sagt ihm, ich sei tot. Denn der Ugnar Otgrei, den er einst kannte, ist in der Tat von uns gegangen. Das ist Aberwitz und das wisst ihr. Itans Dolch, der müsste jetzt sein. Ist der weiter weg? Nannes Lehrling finden. Ach, das ist hier unten. Und wo ist der andere Quest?
mit Arden treffen? Sehe ich gerade gar nicht. Quest. Hahaha, Itrans Dolch. Wo ist der? Wo ist der? Wo ist der? Na gut. Werden wir schon noch finden. Dann würde ich sagen, gehen wir erstmal hier lang. Hier runter jetzt. Wo der andere jetzt ist, ja, der wird wahrscheinlich etwas weiter weg sein, ne? Weil hier wird er definitiv nicht angezeigt. Na gut. Gehen wir erstmal. Wir wollen ja der Apothekerin helfen. Damit wir endlich unterstützend wirken können. Ja, knallhart. Agnus Fatal. Fatal oder wie auch immer. Suchen wir nach dem Lehrling. Was macht ihr hier unten? Wisst ihr nicht, dass Agnur Fahal von den Geistern der Erati heimgesucht wird? Also, seid ihr tollkühn oder nur dumm? Was ist mit der Formel, Jin? Oh, ich verstehe. Die raffinierte Gnomin hat einen Champion gefunden. Wie erquicklich. Nanne war schon immer eine Närrin. So sehr in ihrer Arbeit versunken, dass sie die Täuschung direkt vor ihren Augen nicht sah. Die Rote Legion hat ihre Formel. Denn ich habe sie ihnen gegeben. In diesem Augenblick schaffen sie Kisten davon nach Osten zu der Stadt Rathir, wo sie dafür einen hohen Preis erzielen werden. Arme Nanne. So vertrauensselig. So lächerlich. Sie darf natürlich nie von meiner List erfahren. Ihr versteht. Es ist so. Nicht ist soweit. Dieses Land gehört der Roten Legion. So, knallhart erstmal erledigt. Edle Eisendolche. Waffen. Nö, nö. Die ich jetzt dran habe, gefallen mir trotzdem noch besser. Gehen wir mal nach unten. Seid ihr bereit zu schreien? Fragt sich nur, wer gerade schreit. So. Weiter geht's. Ihr Gesicht gefällt mir nicht. Und deins erst. So. Kisten zertrümmern. 2 von 10. Müssen wir mal schauen, ob wir da noch welche finden. Da sind noch welche. Sie wollen. Blutet für mich.
So. Kettenkürast. Ja, wir nehmen mal mit. Aber wir behalten unsere Lederrüstung. Moment. Müssen wir hier lang gehen? Oder warum ist hier eigentlich so ein Kreis? Müssen wir hier eigentlich runter, aber das wird soweit nicht gehen. Deswegen müssen wir hier lang. Schon entdeckt. An die Arbeit, Männer! Für die Legion! Ach so. Drei. Ach so, hier unten war das, die eine Kiste, die uns zerstören soll. So. 4 von 10 Kisten zerstört. Nee. Wir wollen ja jetzt noch nicht rausgehen, ne? Hier müsste ja eigentlich noch mehr sein. Ah, hier oben. Da müssen wir lang. Gehe ich jetzt mal ganz stark von aus. Weil hier müssten ja noch theoretisch mehr Kisten sein. Das kann ja noch nicht alles sein. So, ich guck noch mal. Sind zwar noch welche, aber da wird mir keine Kiste mehr angezeigt. Das ist halt das, was mich gerade so ein bisschen verwirrt. Gehen jetzt mal nach oben. Edelholz, Egelholz, nö. Nur Egelholz. Manchmal ist es schwer zu glauben. Doch ihr könntet die seltsamste Tatsache akzeptieren. Ihr habt euch getäuscht. Ja, doch das und diese endlose Leere ist schrecklich. Die Alten waren hier. Sie haben sich selbst in diese Welt gebracht. Der zeitlose Kreislauf dreht sich und dreht sich. Die Zyklen treiben mit dem Strom. Sie warten auf die Vergangenheit. Die Zukunft bringt den sich bildenden Sturm. Dieser Ort taugt nicht zur Heimat für niemanden. Aber wohin zeigt jetzt das Teil, dass wir rausgehen sollen? Theoretisch. Dann wird wahrscheinlich draußen noch so ein bisschen mehr sein. Oder Ardentreppen. Weil hier kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass hier noch irgendwas ist. Wir könnten jetzt nochmal hier unten schauen. Aber ansonsten hatte ich ja jetzt auch nichts weiter an Kisten gesehen gehabt. Moment. Hier unten waren jetzt noch Gegner. Ach, das ist quasi sowas Ähnliches. Oh weia, jetzt ist vorbei. Ah! Ja, nein, 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 nein.
Gerade. Wir brauchen erstmal wieder. Genau. Ich will eigentlich ungern die Kraft an solchen Monstern verschwenden. Glühende Stiefel. So. Ja, wir nehmen es jetzt mal mit. Ich gucke jetzt erstmal, was wir an Waffen erstmal dran machen können. Sekundäre. Die ist ganz gut. Nee, primäre, da war jetzt irgendwas mit Dolchen, aber nee, wird okay. Rüstungsmäßig war da jetzt noch irgendwas? Lederrüstung? Nahkampf, nee. Glühende Stiefel, die könnten wir theoretisch nehmen. Glühen noch. Ich gucke jetzt noch mal drüben. Da hatte ich nämlich vor uns nicht geguckt, wo ich die erledigt hatte, die zwei. Ob da vielleicht jetzt noch eine Kiste dabei gewesen ist. Ansonsten müssten wir auf der Landkarte gucken. Nach Ratio, ob da vielleicht noch irgendwas war. Weil hier... Ne, hier war definitiv keine Kiste weiter. Keine Kiste. Außer Gold, was wir liegen lassen haben. Na gut, ich würde sagen, ich beende es an dieser Stelle. In der nächsten Folge geht es weiter. Und ich sage schon mal bis dahin, euer Paddy. Und ciao.